So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play DayZ. Hände hoch! Hände Boah. Hoch! Ich hab gesagt, Hände hoch! Die sind oben, Mann. Sind sie nicht? Ganz nach oben. Beide. Gut, so, warte, ich hab ja Handschellen. Nein, ja? Hau ab! Ja, und der gute Philipp hat gerade ein Yellow Banana Bandana gefunden, meine lieben Freunde. Hab ich nicht, ich hab ein schwarzes Bandana gefunden und es ist. Wow, Zombie! Black Bandana Banana Man! Ja, da! Hauptsache ich lade die Knarre nach und Black Banana Bandana! Der jagt jetzt dich. Banana Bandana Man! Junge, ich mach grad voll Sarazan nach. Aber das ist geil. Junge! Stirb endlich, na bitte. Yellow Bandana Bandana Man! Junge, siehst du? Junge! Ich schieb gleich auf uns! Oh! Toll! Bist du tot? Ja! The fuck? War ja klar! Zwei Sekunden, wir sind auf dem Server, zack, werden wir abgeschnallt. Ich kann ihn nicht ausmachen, scheiße. Ich war nur bewusstlos, ich wach jetzt gerade wieder auf. Ich seh dich, renn weg. Ich gerade, Alter, ich blute. Wer weiß, vielleicht schießt da der Yellow Banana Bandana Man auf uns. Ah, halt's Maul. Warte, Junge, empfang schneller. Use, ich benutze jetzt Wags. Warte. Ich komm rein. Nimm die, rüste schon mal die Knarre aus und lad die nach. Mach ich. Scheiße. Ja, zu empfangen und mach! Junge, jetzt lad die doch endlich. Ich kann keinen ausmachen. Man kann nie einen ausmachen. Scheiße. Pass auf da, ne? Am Ende wirst du abgeknallt. Ja, ja. Scheiße, die haben uns eingekesselt. Ey, liegt Muni, Matchbox. Nee, das ist keine Muni, Matchbox. Was ist das denn? Das ist ein Karten. Toll, kann ich weglegen. Komm, lass uns raus und direkt zur Fabrik oder sowas rennen. Warte. Oder zu den Hochhäusern über die Wiesen hinten. Was? Oder über zu den Hochhäusern über die Wiesen hinten. Ja, okay, lass einfach durchrennen. Kleinen Moment. Am besten folgst du mir. Ok. So, warte. 3. 2. 1. Geht die Tür auch auf? Warte mal, das ist ein Supermarkt, da kann man hinten raus, komm. Da kann man nicht hinten raus. Ey. Okay, warte, 3. Los! 1. Warte, da hinten. Ne, das sind Zombies. Warte, ich komme. Wow. Nein! Ich wurde angeschossen, beeil dich. Ich auch, ich da bin hinten, auch da stehen bewusst. Die, da stehen die, ist doch kein Zombie. Bin bewusstlos. Nein, fuck. Boah, jetzt hab ich nur, dass ich noch aufwache. Ich bin immer noch bewusstlos. Fuck it. Hauptsache, ich glitsche erstmal irgendwie nach hinten zurück. Höre dann, wie du angeschossen wirst. Ich renne jetzt zu denen und versuche denen zu erklären, dass wir friendly sind. Wenn ich abgeknallt werde, werde ich eben abgeknallt, verdammte Scheiße. Scheiße. Warte, ich wach gerade auf. I'm friendly. Das bringt der echte Typ nichts. Nein, der hat mich abgeknallt, der Wichser. Ah, Mann, du Arschloch. Fucking Idiot. Ich schraube hier gerade über den Boden zu einer Tür. Oh, was mache ich auch für einen Scheiß? Verdammter Hurensohn. Ja, ich kann nicht mehr aufstehen, Alter. Ich bin ohnmächtig. Ich hoffe, der hat das noch gehört, dieses fucking Idiot. Meint der noch no und knallt mich ab? Verdammte Scheiße, ey. Der lootet mich bestimmt gerade, der Hurensohn. Kann ich auch gleich sterben? Ah, und ich dachte, das wäre ein Zombie, Alter, und ich renne da auch noch hin. Warte mal, ich glaube, ich sehe da einen. Nee, nee. Ah, verdammte Scheiße. Da muss ich jetzt erstmal wieder nach Tscherno kommen, falls du überlebst. Ja, ja, ich liege hier jetzt im Gras, ne? Ich bin immer noch ohnmächtig. Ich weiß. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Warten. Ja, das. Junge, warten. Wie lange dauert denn das? Ja, ja, ich bin tot. Ich starte jetzt neu. Den Gnadenschuss verkackte Scheiße, Alter. Was ein Hurensohn. Alter, wenn ich die finde, das war bestimmt dieser Clan. Das waren zwei Stück, glaube ich. Ganz sicher war das dieser Scheiß-Clan. Alter, was für Hurensöhne. Ich könnte. Boah, kleine Hurensöhne. Ich finde euch und ich werde euch vernichten. Wenn ich irgendwann eine M4 finde. Ich hoffe, hoffentlich, es kann sein, dass ich in der Nähe spawne, wenn ich Glück habe. Dann müssen wir uns erstmal wieder finden. Hoffentlich. Wenn nicht, bin ich am Arsch. Please wait. Toll, jetzt habe ich erstmal wieder gar nichts. Und ich bin irgendwo am Arsch der Welt gespawnt. Toll. Nicht mal an der Hauptstraße oder so. Doch vor einer kleinen Stadt. Ich glaube, ich kenne die. Ich renne da jetzt erstmal hin und in die kleine Stadt. Toll. Bis wir uns finden, Alter. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Ich glaube, ich kenne die kleine Stadt. Aber wenigstens seht ihr jetzt hier alles wieder in schöner Farbe. Ich habe ja gesagt, spätestens wenn ich tot bin. Toll. Und bei mir ist alles schwarz-weiß. Versuch mich zu finden, dann kannst du mich looten. Ja, warte. Ich warte erstmal ein Weilchen, bis die weg sind. Ich bin da hinten Richtung Hochhaus gerannt und dann ist da links so ein Haus. Und dann muss ich irgendwo um die Ecke liegen und bin tot. Ja, so lange kannst du nicht warten. Da kannst du mich nicht mehr looten. Wenn die, aber die haben mich wahrscheinlich eh schon gelootet. Also lass es am besten, bevor du auch drauf gehst. Ja. Alter, ich renne da noch hin, denk, bin, da kommt wieder der gute Wille in mir durch, ich denke, ja, komm, ich sag denen, ich bin friendly und die lassen mich in Ruhe. Nein, eiskalt, knapp, abgeknallt. Boom. Ja, komm, würden wir genauso machen. Also sowas habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Auch nicht in Rust. Noch nie habe ich sowas. Ja, auch nicht in Rust. Noch nie habe ich sowas gemacht, würde ich mich gar nicht zutrauen, sowas. Ja, ja, was? Also ich bin so ein netter Kerl immer. Hey Junge, ich hab einen Scheißbatzen jetzt nur noch. Ich hab so viel schöne Sachen gehabt. Das Einzige, was ich jetzt habe... Sei mal leise, sei mal leise. Okay. Ich dachte, ich hab Schritte gehört. Ich hab wenigstens wieder ein paar Rags, Alter. Und ich finde hier nichts in diesem verkackten Haus. Alter, alles hat so schön angefangen mit hier, yeah, Banana, Banana Man. Und dann kommt so eine Scheiße. Wow, aber. Aber so ist das nun mal hier in der Welt von DayZ, meine lieben Freunde. Junge. Ja, ist es doch auch. Ich weiß, aber wie du das jetzt so eiskalt sagst. Ja, Junge, muss man hinnehmen. Ich weiß. Wenn man das nicht hinnimmt, braucht man sich das Spiel gar nicht zu kaufen. Toll, und hier war bestimmt. Hey, da ist ein Rucksack. Ja! Kinderrucksack mit einem Iglo drauf, jawohl. Hauptsache, die ballern zweimal auf mich. Ich werde zweimal ohnmächtig und wache zweimal wieder auf. Harter Nach kurzer Hund. Zeit. Aber ich war ja sowieso schon leicht angeknackst von dem Zombie. Deswegen, jawohl, Alter, ich habe einen richtig schönen Rucksack mit einem Iglo drauf gefunden, Bitches. Sauber. Alter, geht die Tür mal auf. Geht doch. Alter, ich will ja gerne was zu essen finden hier. Oder lauf mal zurück nach Elektro, ich glaube, das ist für mich näher. Oder nee, bleib mal da einfach, scheiß drauf. Wir müssen hier sowieso wieder nach Tscherno. Ja, warte, ich guck mal nach, ob die hier irgendwo auf der Hauptstraße sind. Das kann nur jetzt etwas lange dauern, ne? Also mach dich drauf gefasst, dass wir uns vielleicht erst in 3-4 Folgen wiedersehen. Jo. Nee. Oh, Junge, nur eine rotten Banane. Banane. Junge. Meint der auch nur nach einer rotten Banane? Banane! Nee, ich glaube, die sind abgehauen, als die über den Hügel wollten. Banane! Junge, ich bin ganz sicher, die wollten irgendwie die Stadt gerade verlassen, dann rennst du denen noch hinterher und die knallen dich ab. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich will die umbringen. Ja, mit meiner kleinen ach. Axt. Und jetzt brauchen die sich gar nicht mehr mit mir anzulegen, mit meinem Killer-Iglo-Rucksack. Junge, so würden wir das doch auch denken. Wir schießen auf welche. Die schaffen es irgendwie abzuhauen oder so. Scheiße, es ruckelt mega gerade. Liegt aber daran, dass ich in einem Haus bin, da passiert das manchmal. Jo. Boah, Alter, ich bin ein richtiger Nigger, Alter. Junge. Ja, was? Das war positiv gemeint, nicht negativ. So, ich verschanz mich jetzt hier. Und weißt du was? Ich hab gerade eine Banane gesehen. Eine yellow Banane, mein Freund. Junge. Kein Yellow Banana Bandana, aber eine Yellow Banana. Jo, ey, ich bin nicht mehr hydrated, toll. Ey, dann trink und ess was.
Ey, Junge, ich wünschte, ich hätte immer was zu essen oder irgendwas. Toll, die Bandagen sind, weil ich angeschossen wurde, ruiniert. Toll. Es war eigentlich irgendwie sinnlos, aber egal. Toll, die schmeiß ich jetzt weg. Toll, die Limo ist ruiniert. Ah, echt? Die Pepsi geht. Die Pepsi. Und die Nutter-Cola auch. Die Nutter-Cola Classic. Die Nutter-Cola, ja klar, die heißt hier ja so. Oh, und ich bin mal eben durch den Zaun geglitscht. Schön. Steht hier auch irgendwo ein scheiß Ortsschild, ihr kleinen Penner? Ich will die Hauptstraße wieder. Also hier sind schon mal die Schienen, das ist gut. Okay, ich tropfe jetzt raus. Ja, gut. Ich bin auf der richtigen Richtung. Wenn ich jetzt rechts gleich abbiege, laufe ich Richtung Tschernogorsk. Okay, dann gehe ich wieder rein. Bleib am besten dort. Verschanz dich da. Mach ich. Ich loote aber jetzt eben noch hier die Häuser leer, falls hier. Junge, geh die scheiß Tür wohl mal zu. So, na bitte. Dass man immer erstmal fluchen muss. Ich schwör, manchmal, ja. Wenn ich auch, muss ich erst anfangen zu fluchen und dann machen die erst, passiert immer irgendwas. Aber manchmal auch nichts Gutes. Junge, was war das denn für ein Scheiß? Ich zoome irgendwie nach da hinten rein, plötzlich fängt der an zu keuchen. Es ist ja körperlich, es ist ja schließlich, wie jeder weiß, körperlich anstrengend, irgendwie nach vorne zu gucken. Ich nehme jetzt mal die Ego-Perspektive eben. Junge, wie hier alles weiß. Ja, I want something to eat, leck mich doch am Arsch. Ich bin froh, dass ich einen Rucksack erstmal hab hier. Toll! Was ist, wurde so abgeschossen? Die Schlüssel für die Dinger sind auch ruiniert. Ach Junge, scheiß doch auf die Schlüssel. Toll, die Jacke ist auch ruiniert. Boah, stell mal vor, ich toll, hab meine Mutter ruft an. Echt? Ja, auf Mandy. Ich bin mal kurz weg, ne? Tschö. Ja. Boah, jetzt hören wir hier wunderschöne Geräusche. Ich hab einen Hammer gefunden. Alter. Tut mir leid wegen der Tongeräusche, das liegt gerade aber daran, dass Philipp scheinbar sich mein kleiner dummer Freund nicht stumm gestellt hat. Sein scheiß Mikro. Alter. Hab ich jetzt eigentlich den Hammer in der Hand? Alter, kann er mal wieder schnell online kommen? Ich hab keinen Bock, dass er jetzt die ganze Zeit dieses letzte Play mit diesem scheiß Geräuschen hören müsst. Okay. Geht doch, da bist du wieder, Junge. Hast du irgendwie nicht stumm gestellt oder so? Ja. Der Junge, man hat die ganze Zeit so gehört. Scheiße, dann ist das irgendwie ein bisschen kaputt gegangen oder so. Weil dann hat man auch teilweise gehört, wie ich geredet habe. Ich habe übrigens Munition gefunden. Für die Knarre? Nee, für die Knarre nicht. Und einen Hammer, aber mit dem Hammer kann man nicht schlagen, kann das sein? Ja, mit dem Hammer kann man nicht schlagen. Toll, dann kann ich das Ding ja auch... Wohl, nee, das behalte ich erstmal. Vielleicht kann man damit Dosen öffnen. Mach. Nein, kann man auch nicht. Ich hab's getestet. Echt nicht? Boah, da kann ich das scheiß Teil auch wieder weglegen, ne? Ja, ein Hammer ist vollkommen unnötig. Hör mal, wer hier hämmert. Junge... Eine uralte Serie aus den 90ern oder 80ern. Jawohl, ist aber eine gute Boah, Serie. Boah, du sollst dich die Rex weglegen, du verdammter Schwatter. Schwatter, sagt er. Schwatte. Scheiß drauf. Mein Gott. Wenn ich die Typen finde, ich werde sie suchen, ich werde sie finden und ich werde sie töten. Und dann aufessen. Und dann aufessen. Oh. Ja, schließlich. Du hast, und ich hab ein... Wow. Wir sind hier nicht in Rust, wir sind hier in DC. Toll, ich bin tot. Echt? Nö. Junge! Du kleiner Wichser. Ich hab einen Kompass gefunden. Ach so. Ich glaube, wir sind hier in dieser Stadt, wo ich damals diesem Typen geholfen hatte, den Rucksack zu finden. Weißt du, was ich gefunden habe? Was? Ein Yellow Banana! Echt jetzt? Ja. Yellow Banana, Bandana Man. Junge, ich hab nur eine Banane gefunden, also reg dich ab. Ach, doch kein Yellow Banana Bandana. Oh, weißt du, was das für eine Banane ist? Für eine Banane? Weißt du, was das für eine Banane ist? Eine rotten Banana. Eine frische Banane. Eine frische Banane? Frische Banane. Oh, der Yellow Bandana Bandana Mann ist eine frische Banane. Junge. Und mit diesem Satz beende ich das
diesen zweiten Part voller... Ja, Leute, wir sehen uns im Knast wieder. Lass mich nicht ausreden, aber okay, tschüss.